Moin moin Leute, was geht ab? Dann wieder uns, habe ich heute ein neues Video für euch. Wie ihr seht, heute geht es auf jeden Fall um den Plugin.net und zwar um das jetzt kommende Plugin Course. Da möchte ich euch einmal ganz kurz ein bisschen was zeigen, also einen kleinen Sneak Peek geben. Eventuell auf eure Tipps hoffen, falls ihr noch welche habt. Und außerdem wollte ich euch noch ein paar Gutscheincodes hier in diesem Video einblenden. Das heißt, es wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall dabei bleibt. Und ja, dann habt ihr halt eine Chance auf einen Gutscheincode. Jeder Gutscheincode, welcher hier eingelöst wird oder besser gesagt gezeigt wird, ist einmal einlösbar. Also wie gesagt, seid schnell. Ja, auf jeden Fall habe ich Course programmiert und das ist schon soweit fast fertig. Das möchte ich einfach mal in diesem Video vorstellen. Also wir haben zuerst das Course-Plugin, das ist bis jetzt 79 KB groß. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz fertig, weil da noch ziemlich viel rein muss. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon ziemlich viel zeigen. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich werde das Setup des Plugins oder der Plugins, welche auf dem Plugin.net folgen werden, so gleich wie möglich gestalten, dass ihr nicht viel umständlich ändern müsst. Ihr seht schon, Course ist fast genauso wie MLG Rush aufgebaut. Also von den Messages, von sämtlichen anderen Sachen, also auch von der Config und so weiter und so fort. So dass ihr es halt am einfachsten habt, das alles einzurichten, dass ihr halt einfach schnell durchs Plugin durchfindet. Und deswegen ist halt alles soweit, MLG Rush nachempfunden. Also hier sehen wir auch Produkt Course, Entwickler und eine kleine Information. Die MySQL-Daten können wir weiterhin reinpacken, aber die unteren Sachen wie zum Beispiel Teleport with Delay, Scoreboard Animation, maximale Spielergröße per Team, wie viele Spieler online sein müssen, um die Runde zu starten, wie lange der Start-Countdown gehen soll, ob die Spieler direkt sterben sollen, wenn sie unter einem bestimmten Bereich fallen oder ob die halt einfach, also wie bei Agome zum Beispiel, einfach runterfallen sollen und danach respawned werden sollen. Kann man halt hier alles umstellen. Also wie gesagt, die Config an sich ist schon ziemlich aussagend. Wird aber noch angepasst, also ist noch nicht ganz final. Jetzt können wir auch schon auf den Server joinen. Dann sehen wir hier schon, wir sind auf dem Server. Und wir haben eine Teamauswahl. Wir sehen hier Team Blau, Team Rot. Wir können ja auch schon in ein Team reingehen. Wir sehen, da sind wir im Team. Wir können wechseln, dann sind wir hier raus und da rein. Und ja, im Grunde genommen können wir jetzt mit dem Setup anfangen. Das ist nämlich genauso. Ich mache dafür, würde ich mal sagen, ganz kurz das Bild ein bisschen größer. So sind wir auch schon. Und jetzt können wir mal slash Setup eingeben. Wir sehen Setup, Set Lobby und Add Map. Das Ganze ist halt wie bei Rush Wars auch. Wenn wir halt Add Map eingeben, dann haben wir jetzt hier auch unser Setup so ähnlich wie bei Rush Wars ebenfalls. Also Test, obwohl die Spieler sterben sollen. Also falls ihr zum Beispiel den Instant Death benutzen wollt, geht es am besten einfach korrekt an. Zum Beispiel, wenn wir hier jetzt oben die Map haben, sagen wir jetzt, hier sollen die Spieler sterben. Aber wie gesagt, wenn ihr den Instant Death auf False habt, dann wird diese Höhe hier nicht mehr berechnet oder nicht mehr, nicht mehr als relevant empfunden. Team Blau tippen wir Finish, Team Rot tippen wir Finish. Und jetzt müssen wir einen der beiden Blöcke von Team Blau schlagen, den anderen, den und den. Und jetzt müssen wir zur ersten oberen Ecke und zur anderen, also damit wir halt einfach eine Absicherung haben, wie weit die Spieler rausgehen dürfen und dass sie zurückteleportiert werden, besser gesagt nicht mehr weiterbauen können. Und dann sind wir mit der Einrichtung fertig und wir können jetzt den Server betreten. Wenn wir jetzt aber mal drauf joinen, sehen wir, hier ist alles soweit wie gerade. Wir können das Team betreten. Und ich würde sagen, ich hole mal kurz einen zweiten Account, damit wir das Ganze auch ein bisschen testen können. Also ich habe schon den größten Teil auf jeden Fall eingebaut, beispielsweise auch das Scoreboard, das seht ihr gleich. Aber wie gesagt, Leute, haltet euch auf jeden Fall nicht zu sehr an dieser Version von Course fest. Es wird sich definitiv noch ziemlich viel abändern, wie schon gesagt, wir können in der Config das alles abwählen. Oder besser gesagt, die ganzen Countdowns und sowas hier auch verändern. Also ich habe jetzt auf 30 Sekunden gestellt und ja, deswegen zählt jetzt ab 30 Sekunden. Sind jetzt bei 20 und wir sehen, wir sind jetzt hier in zwei verschiedenen Teams drin. Und da sind wir auch schon teleportiert worden. Und wir sehen jetzt hier einfach unser, ja, unsere Zeit. Also einmal unsere Zeit in der Action Bar. Dann haben wir unser Inventar. Anschließend unser Scoreboard. Und ich würde sagen, das war es im Endeffekt auch schon. Schlagen können wir uns auch schon und sterben können die Spieler, soweit ich weiß, auch schon. Genau, die werden einfach respawned. Und wenn wir halt jetzt Instant Death auf True haben, sollten wir uns auch nach unten bauen können. Okay, das habe ich noch gecancelt, das muss ich eventuell noch entfernen. Aber wenn wir jetzt irgendwo eine Position haben, wo wir runtergehen können, beispielsweise hier. Okay, verkackt. Aber auf jeden Fall sollten wir jetzt sterben, wenn wir unter eine Höhe kommen. Wie gesagt, wir haben ja unten halt noch so einen kleinen Counter. Dann haben wir noch ein Scoreboard mit den Kills. Okay, die Kills sind noch nicht hochgerechnet. Das ist noch ein kleiner Fehler. Aber prinzipiell ist das Plugin soweit schon ganz fertig. Jetzt muss ich halt noch die Funktion der eigentlichen Course einfügen, dass sie halt abgebaut werden können. Und im Endeffekt ist es dann halt eigentlich so aufgebaut wie Bad Wars. Also ich denke, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis ich das Ganze hier für euch fertig habe. Und somit würde ich sagen, wünsche ich noch allen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Gutscheinen und auch mit dem Gutschein-Rabattcode für alle weiteren Produkte. Oder besser gesagt,
für die Gutscheine, welche ihr euch bei mir im Shop kaufen könnt. Hier habt ihr den 20%, wird allerdings auch nicht so lange verfügbar sein, also wirklich schnell zugreifen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald. Ciao. I'm